machen ja auch den Kongress, weil wir einfach diese Brücken hier bauen wollen, ja, aus diesen östlichen Philosophien oder was du auch angesprochen hast, Naturvölker und der modernen Medizin und Psychologie, dass wir das nicht als Wettstreit begreifen, sondern wirklich, dass wir schauen, wie kann sich das gegenseitig befruchten. Und da hast du Ja. gerade auch was Wichtiges gesagt, diese grundlegenden Erfahrungen, ja, auch zwischen Leben und Tod, die bewusstseinserweiternden Erfahrungen. Das ist ja gerade für die spirituell interessierten Zuschauer auch ein wichtiges Thema, ne, dass sie da auch sehen, das ist nicht nur alles Spinnerei, sondern das sind teilweise wirklich reale Empfindungen, Erlebnisse oder auch luzides Träumen, ja, außerkörperliche Ja. Erfahrungen. Alles, was du angesprochen hast, Nahtoderfahrungen, das verändert ja auch unseren Bewusstseinsrahmen. Und da brauchen wir auch sichere Räume, ja, wo wir darüber sprechen können, wo das Thema auch wertgeschätzt wird und nicht einfach so abgetan wird.